Die ganze Idee dahinter ist eine andere. Du kannst es nicht mit einem normalen Auto vergleichen. Das Grundsätzliche bei Tesla ist, er ist von vornherein als Elektroauto konzipiert und gebaut. Es ist nicht ein normales Auto mit aufgesetztem Elektromotor. Es ist durch und durch und von Anfang an als Elektroauto gebaut.